Hallo Löwe und herzlich willkommen zum neuen Wochenausblick. Wir gucken in die Karten. Liebes Universum, was ist denn hier schon mal eine Message? Das Haus vom Orakel. Werde dir deiner Stabilität und Erdung bewusst und auch, dass du Teil einer Gemeinschaft bist, die dir unterstützend zur Seite steht. Kümmere dich gut um dein inneres Heim für Geborgenheit, Vertrauen und Sicherheit. Okay, das haben wir schon mal. Und dann gucken wir mal in die Grundenergie der neuen Woche. Liebes Universum, was darf ich denn dem einen oder anderen Löwen hier mit auf den Weg geben? Oh, okay. 1, 2, 3. Ja, wie passend ist denn das bitte? Auch die Lennys sagen, der Schlüssel zum Erfolg ist deine Stabilität, dein Ankommen im Seelenheim, sprich du selbst. Du bist erfolgreich, wenn du selbst bist. Und wir haben hier auch das Umfeld liegen. Also eigentlich sagen die Karten genau das, was hier in der Karte steht. Du bist Teil einer Gemeinschaft, die dir unterstützend zur Seite steht. Es ist also ein bisschen gefühlt Zeit, so in den Selbstwert hereinzukommen. Oh ja. auch raus aus Misstrauen. Also hier liegt wirklich noch ein bisschen Misstrauen drin. Hier liegt auch Angst vor deinen intuitiven Möglichkeiten drin. Hier liegt auch die fehlende Beachtung der inneren Stimme. Ja, und deine innere Stimme gehört genauso zu dir wie deine Fähigkeiten, die du ins Außen bringst, deine Ressourcen, die du hast, deine ja, starken und deine schwachen Seiten. Und letztendlich ist es wichtig, hier nicht irrational zu handeln. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, jetzt erfolgreich zu sein. Sei wirklich du selbst, verstell dich nicht. Das ist jetzt wichtig in der kommenden Woche, vor allen Dingen, um letztendlich dein Fundament zu schaffen und vielleicht auch tatsächlich endlich bei dir anzukommen. Je nachdem, wo du, auf welchem Teil deiner Entwicklungsreise du gerade bist. Ja, komme in dir an, fühle dich wohl, so wie du bist. Was bekommen wir denn noch hier für den einen oder anderen Löwen? Liebes Universum. Finanziell ist es wichtig, hier einen Standpunkt zu finden, nicht hin und her zu schwanken, sondern auch oder zu jonglieren, ja, sondern wirklich dich auch zu präsentieren, weil hier liegt Entspannung drin, hier liegt ein Ausgleich drin, das Geben und Nehmen. Könnte, wie gesagt, auf das Finanzielle zutreffen, kann aber natürlich auf das Geben und Nehmen auch in deinem Umfeld, mit deinem Umfeld zu tun haben. Ja, das, was du investierst, bekommst du auch zurück. Und dafür ist es natürlich wichtig, sich auch nicht zu verstellen, weil nur, wenn du ehrlich bist zu dir selbst und auch zu anderen Menschen, bekommst du auch Ehrlichkeit zurück. Wenn du jemand bist, der seine Motive verschweigt, ja, weil das kann die Hohepriesterin nämlich auch bedeuten, auch wenn sie auf den Kopf gefallen ist, dann bekommst du natürlich auch nicht dementsprechend das auch zurück, sondern dann verschweigt man dir auch Dinge. So ist es einfach. Dann sind wir in der Oberflächlichkeit, dann sind wir im Klatsch und Tratsch in dieser Energie, wo es halt nicht wirklich in die Tiefe gehen kann. Also, hier ist auch der Wandel schon gekennzeichnet, auch die Verhandlungen. Hier wirst du aufgerufen, den wichtigen Dingen in deinem Leben mehr Aufmerksamkeit zu schenken, ja, damit du ausgleichen kannst. Und vor allen Dingen stehen die zwei der Münzen auch dafür, dass du hier so eine bevorstehende Wahl hast. Das heißt, es ist an der Zeit, trübes Denken rauszunehmen, Entschlossenheit an den Tag zu legen und dementsprechend auch effizient sein zu können. Besonders, wenn hier eben auch finanziell Entspannung reinkommen möchte, beziehungsweise auch generell in deinem Leben eine neue Entspannung reinkommen möchte. Weil die sechs der Münzen, das ist so ist ein Hinweis, dass sich deine Umstände verändern. Ja, hier ist Dankbarkeit drin, hier ist Beständigkeit drin, hier sind Fortschritte drin. Hier ist auch die Hilfe von anderen drin. Ja, also nimm auch wirklich Hilfe von anderen an, auch wenn du jemand bist, der wirklich alles alleine machen kann. Ja, aber du kannst auch manchmal zu egozentrisch sein und zu sehr versuchen, mit eigener Kraft alles zu kontrollieren. Aber letztendlich, viele Hände schaffen mehr als nur zwei Hände, die du hast. Ja, sofern du zwei Hände hast. Es gibt ja auch Menschen, die haben nur noch eine Hand oder keine Hand. Auch das ist möglich. Es geht hier finanziell weiter. Ne? Hier liegt die Talent- und Fleißkarte auf dem Tisch mit den acht der Münzen.
Es geht darum, deine Fähigkeiten zu verfeinern und auch von Kompetenz zur Meisterschaft zu wechseln. Das heißt, vorher warst du nur kompetent, etwas zu tun, jetzt meisterst du das Ganze auch und setzt es in die Realität um. Also für den einen oder anderen Löwen ist hier wirklich berufliches Vorankommen, ja, Schlüssel zum Erfolg, die Basis, jetzt das große Ganze, aber letztendlich auch nur, wenn du dich selbst einbringst und vielleicht auch Hilfe von anderen annimmst, um auch finanziell voranzukommen. Die Acht der Münzen heißen auch, dass du offen bist fürs Lernen, dass du hier eine neue Chance hast, dass du auch stolz auf deine eigene Arbeit sein kannst und vor allen Dingen stehen sie auch für die Selbstfindung. Also es passt auch wieder in die persönliche Weiterentwicklung rein. Des Weiteren sagen die Acht der Münzen auch, dass du jetzt hier Geduld hast, ne? Dass du entschlossen bist und dementsprechend auch, falls du zum Beispiel eine Handwerkskunst ausübst, dieser Tätigkeit auf jeden Fall nachgehen wirst, weiter nachgehen wirst, besser werden wirst, ja, neues Meisterwerk erschaffen wirst, ganz gleich, was das ist. Okay, was kriegen wir denn noch? Die zwei der Schwerter sind auf den Kopf gefallen. Ha, hier ist so ein bisschen die schwierige, jetzt wollte ich sie gerade wieder umdrehen, die schwierige Wahl gekennzeichnet in einer Angelegenheit, ne? Auch wieder Misstrauen, beziehungsweise, ja, es kann für den einen oder anderen auch Bindungsangst bedeuten, ja, dich jetzt mit deinem neuen Dasein auch einzubringen, zu binden, freundschaftlich, beruflich, liebestechnisch, auch das kann eine Rolle spielen, ja. Gucken mal, ich würde gerne noch eine weitere Karte auf die zwei der Schwerter haben, liebes Universum. Mir fällt die Sonne rauf. Das große Glück liegt wahrscheinlich auch in dem Erkennen. Erkenntnis ist immer der erste Weg zur Besserung und da müssen wir alle immer durch. Wir gewinnen alle neue Erkenntnisse immer wieder, manche sogar täglich, aber es kommen immer neue Erkenntnisse rein, weil wir entwickeln uns weiter. Meinungen dürfen sich ändern. Und mit der Sonne ist hier Energie drauf, hier ist Einfachheit drauf, Fülle und Erfüllung, Optimismus, Liebe, Wohlstand. Grundsätzlich wirklich das große Glück. Wenn du daran zweifelst, wenn es darum geht, in die Wunscherfüllung zu gehen, ganz gleich, was deine Wunscherfüllung ist, dann wird sie nicht wahr werden, weil dann legst du nämlich nicht genug Energie, Effizienz und Entschlossenheit in die ganze Angelegenheit. Und gerade weil sich das hier wirklich kontinuierlich steigert, ne, von 2 auf 6 auf 8, kann es durchaus sein, dass du dann eben wirklich vor der Wahl stehst, wie geht es denn danach weiter? Oder du machst dir jetzt in der kommenden Woche schon Gedanken, wie geht es denn danach weiter? Vielleicht wäre es einfach mal gut, das Positive in deiner Energie und in deinem Leben zu wertschätzen, einfach mal das Wachstum auch zu genießen und dir nicht schon Gedanken zu machen, was ist in 5 oder in 10 Jahren. Ja, die Sonne steht auch für dein inneres Licht. Sie steht natürlich auch für neues Entdecken, aber genieß auch mal die Sorglosigkeit, die da ist. Ja, mach nicht Drama, wo kein Drama ist. Ja, das Thema kannst du noch rechtzeitig genug bearbeiten. Auf jeden Fall kannst du das noch rechtzeitig genug bearbeiten. Deine Reise geht weiter. Ja, hier gibt es neue Perspektiven. Hier gibt es neue Entfaltung, hier ist auch der Optimismus drin. Also du wirst hier neue Wege gehen, neue Ziele verwirklichen. Du wirst eine manifestierte, also eine gebündelte Energie haben und du bewegst dich stetig weiter. Also es wird hier kontinuierlich weitergehen. Eine stetige Verbesserungsenergie ist hier drin. Ja. Es ist wirklich ein bisschen gefühlt so, als wenn du dir hier zu viele Sorgen um die Zukunft machst. Schalte das mal ab. Leb doch mal den Moment und genieß auch mal den Moment. Genieß die Zweisamkeit, genieß die Geselligkeit. Genieße es, dass sich hier stetig etwas verändert. Und übereile nicht, weil daran könntest du dich nämlich selber auf Dauer blockieren. Das ist ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Ja, dämpfe deine innere Stimme nicht. Höre auf deine Intuition. Letztendlich leitet sie dich auch. Rede auch mit deinem Umfeld, ja. Und manchmal reicht es auch wirklich schon, sich mal so den Kummer von der Seele zu hören, zu reden, um letztendlich auch vielleicht von der Gegenseite andere Perspektiven zu hören. So rum wollte ich sagen. Ja, es ist manchmal so, ne, wenn man 3 Sätze auf einmal sagen und dann kommt sowas bei raus. Also in dem Sinne, genieße diese wunderschöne kommende Woche. Komm bei dir an, finde dich, genieße die Zeit mit deinem Umfeld.
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in dir und es verbessert sich hier alles zum Positiven. Ganz gleich, ob es beruflicher Natur ist oder auch im privaten Rahmen. Es wird Step by Step by Step. Du machst gerade kleine, mittlere Schritte in die richtige Richtung und irgendwann kannst du sprinten. Okay? Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren und Abonnieren und freue mich auf die nächste Legung mit euch.